Hallo ihr Säblinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge School of Dragons. Jetzt wollte ich gerade schon sagen, Drachenaufstieg von Berg, aber das habe ich ja nicht mehr. So, ihr seht hier oben schon, es sind Freundschaftsanfragen gekommen, das mache ich aber erst nachher. So, ich glaube, ich sollte erstmal Tinkerbell ein bisschen bespaßen, bevor wir hier weitermachen. Okay. Soll ich den Ball nochmal werfen? Wo kommt der? Ach, da hinten kommt er runter. Ah, Tinkerbell ist so ein guter Apportierdrache. Bist du eine Feine? Ist eine gute? Bist du eine gute? Was haben wir hier? Drachenleckerlis. Stimmt. Hat man ja angebaut. Haha. Nein, ich wollte es gar nicht nochmal werfen. Ich wollte den Ball eigentlich weghaben. Da. Ah. Keine kleine Maus. Okay, dann würde ich sagen, können wir ja auch mal noch mit ihr spielen. Können wir machen nochmal das lustige Würmchenfangspiel. Ich hoffe, es lädt jetzt nicht ultra lang. Manche von euch haben vielleicht gestern den Post, super, gesehen, dass wir eine Internetumstellung hatten und jetzt ist gerade die Leistung ziemlich im Keller, weil es momentan noch mitten in der Umstellung drin ist. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, welche muss ich haben? Die gelben? Die gelben brauche ich. Wäre hilfreich, wenn ich vorher schaue, welche Farbe ich abschießen muss. Hallo, gelb. Ha. Ja. Ja, auch noch? Jawohl. Mhm. Blau. Würde ich sagen, machen wir noch einen Durchgang. Ah, ich find die Musik so toll. Ich finde das so klasse. Das Spiel, das macht mir einfach nur richtig viel Spaß, dieses Minispielchen hier. Oh, jetzt hätte ich fast den falschen Wurm angeklickt. Blau, nochmal blau, nochmal blau. Ah, Bonuslevel. Ah, ganz viele Würmchen. Ah, oh, da. Da auch noch einer. Ja. Yay, sie ist auf 100% Laune, ja, bestens. Genauigkeit von 100%. Drücke die Leertaste, um über Wellen zu springen. Aha. Das habe ich gar nicht geguckt. Violett brauche ich, da kriege ich es auch nochmal angezeigt. Muss ich die Augen offen halten, ob hier gleich mal irgendwie eine Welle kommt? Welle! Oh. Yay, wir haben das Würmchen noch bekommen. Ich brauche noch Violette. Da ist noch einer. Diese Musik, das ist einfach... ich kriege mich nach wie vor nicht darüber ein. Das ist so herrlich. Das ist einfach nur schön gemacht. Sehr, sehr gut. Jawohl, ja. Es sieht doch richtig super hier. Sehr, sehr gut. Alt-Taste, um dem Schrecken auszuweichen. Wir machen jetzt aber nicht weiter. Wir wollen ja auch noch andere Sachen machen. Das soll erstmal wieder reichen für heute mit dem lustigen Minispielchen. So. Haben wir noch irgendwas, um sie... Nee, ich glaube, wir haben kein Futter mehr, oder? Ach, guck mal da. Levelaufstieg deines Drachen. Du und dein Drache seid ein tolles Team. Du hast genug Drachenverbindungs-XP verdient, um ein Level aufzusteigen. Nur weiter so. Lass deinen Drachen wachsen und schalte das Fliegen frei. Sehr cool. Tinkerbell ist gerade Level 2 geworden. Richtig, richtig Hammer. Ja, schön. Mit 5 habe ich schon mitbekommen in den Kommentaren, können wir ja gleiten. Und mit Level 10 dann auch das Fliegen lernen. Ich bin schon sehr, sehr, sehr gespannt. Wir müssen jetzt Tolbachit von Fischbein einsammeln. Jetzt müssen wir erstmal Fischbein finden. Wo steht der denn rum, der Gute? Der Fischbein, da steht er. Der Drache sieht auch super aus. So, Fischbein. Er ist überhaupt nicht... Er ist überhaupt nicht eingebildet. Aber es ist nicht Fischbein, das ist Rotzbacke. Ich wollte gerade schon sagen, Fischbein ist doch der mit seinem Gronkel. So. Hakenzahn und ich haben auf unserer abgelegenen Insel für den nächsten Wikinger-Wettbewerb geübt. Da fanden wir das Sylvin. Cool.
cool, was? Es ist echt selten, aber du kannst welche für dein Experiment haben. Aber denk immer dran, ohne mich hättest du das nie geschafft. Natürlich, du bist der tollste Rotzbacke. Wir haben eine Kiste, aber ich glaube, die können wir wieder nicht öffnen. Doch, mit 90 Münzen. Was bekommen wir raus? You found a schwarzer Zornschädel. Sehr schön, diese Denglisch-Mischung hier. Cool, ein schwarzer Zornschädel. Inventar. Mhm. Was haben wir denn hier? Wir haben noch Kisten, die wir öffnen können. Aha, guck mal da. Und es lädt. Was lädt denn das so lange? Liegt das jetzt am Spiel oder liegt das gerade an meiner aktuell nicht unbedingt bestmöglichen Internetverbindung, um es mal mäßig auszudrücken? Ich weiß es nicht. Ich habe das Spiel gebuggt. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich kann es nicht ausmachen. Hallo? Ach, Schande. Hätte ich das doch nie angeklickt hier. So ein Käse. Aha. Geheimkiste mit Power-Up-Preis. Okay. Wer jetzt den Preis? Was haben wir bekommen? Ein Energiestärker. Was auch immer uns bringt. Ich weiß es nicht. Aber okay, cool. Ich glaube, das mache ich das nächste Mal erst wieder, wenn das Internet ein bisschen stärker ist. Ein bisschen besser. Da hinten haben wir noch jemanden stehen. Wer steht denn da hinten? Oben steht Astrid. So. Letztes Jahr ist der See ausgetrocknet. Da fand ich das Steinsalz. Es hat sich beim Verdunsten des Wassers gebildet. Warum verwendest du es nicht bei deinem Experiment? Mhm. Dankeschön, Astrid. Wir brauchen immer noch den Tolbachit von Fischbein. Wo ist der Gute? Müssen wir ins andere Gebiet? Kann natürlich gut sein. Lookout. Ein Ausguck. Wo kommen wir da jetzt nochmal hin? Wo kommen wir da hin? Lalalalala. Ach, das hier war das, genau. Wo auch unsere Farm ist. Ah! Guck mal hier, hier haben wir auch eine Truhe. Können wir auch für 90 Münzen öffnen. Nehmen wir doch mal mit. Lohnt sich das? Tödlicher Nadelstachelverstärker. Ja, cool. Das ist doch perfekt für unsere Tinkerbell. Ich war voll aufgeregt, als Fleischklops das Tolbachit beim Vulkan gefunden hat. Da war so viel Dampf und Rauch. Ist ja wirklich gruselig. Du kannst mein letztes Stück haben. Okay, Heather möchte, dass wir sie beim Labor treffen. Und ja, da werden wir die wissenschaftliche Methode anwenden. Gut. Ah! Was bist du denn? Der ist ja süß. Ah! Der ist ja echt knuffig. Und Tinkerbell hat schon wieder Zufriedenheit verloren. Verzogene kleine Göre hier, tödliche Nadder. Oh wei. Okay, wo müssen wir denn jetzt hin? Zu Erika, wo steht die nochmal? Da hinten, genau. Gut, wo ist eigentlich Tinker? Ah, da ist sie. Schau mal, der ist auch cool. Ah, sehr süß. Okay, also, auf zu Erika oder Heather oder wie auch immer. Safety first, auch schön. Sicherheit geht vor, ja. Now that we've done our research and collected facts about our items, we need to form our hypothesis. Lies dich alles vor, ich will auch noch was lesen. Wir haben die Untersuchung beendet und Fakten über unser Testmaterial gesammelt. Jetzt müssen wir unsere Hypothese aufstellen.
Die Hypothese ist eine auf Tatsachen beruhende Vermutung über den Ausgang des Experiments. Was ist ein Beispiel für eine Hypothese? Tolbachit brennt mit blauer Flamme, weil man es bei Vulkanen, bei heißen Vulkanen findet. Welcher Stein brennt mit einer blauen Flamme? Fischbein versteckt unter seinem Bett eine geheime Steinsammlung und lass deinen Drachen des Sylvin aufheizen, bis es brennt. Das ist eine Hypothese. Jawohl, tolle Wahl. The procedure phase is where we test out our hypothesis to see if it's true or false. Let's choose the hypothesis that we'll test in the experiment. Okay, bei der Phase des Verfahrens testen wir, ob unsere Hypothese richtig oder falsch ist. Wähle eine Hypothese, die wir im Experiment erforschen. Okay, ich denke, das Tolbachit bewegt eine blaue Flamme, weil man es bei Vulkanen findet und Vulkane heiß sind. Ich denke, alle Flammen werden rot sein und es gibt keine einzige blaue Flamme. Ich denke, das Sylvin bewegt eine blaue Flamme, weil man es in trockenem Klima findet. Oder ich denke, der Steinsalz bewegt eine blaue Flamme, weil es sich durch Verdunstung von Meereswasser bildet und das Wasser blau ist. Das da. So. Sie sagt, interessante Wahl. Okay, fahren wir mit dem Experiment fort. Ohne Zahn freut sich schon sehr, dir zu helfen. Ja, dann bin ich jetzt mal gespannt. Let's go inside the lab. Also ins Labor. So, Labor. Zack, da war auch noch ein Alchemiespiel. Müssen wir uns auch mal bei Gelegenheit angucken. Willkommen im Labor. Hier experimentieren wir mit unseren Sachen, um Schritte zu befolgen, die ein Verfahren ergeben. Ah, das ist so süß. Oh, ohne Zahn guckt dem, oh, dem Mauszeiger hinterher. Ah, ohne Zahn. Das sind deine Experimentobjekte. Klicke und ziehe das Steinsalz in den Schmelztiegel. Ein Schmelztiegel ist ein kleiner Topf, in dem man Substanzen erhitzen kann. Bei deinen Experimenten kannst du Instrumente einsetzen. Klicke auf den Beutel, um deine Instrumente zu erhalten. Okay, klicke auf das Thermometerinstrument, um die Temperatur des Objekts zu messen. 21 Grad Celsius, okay. Aktionen sind Handlungen, die du bei deinem Experiment tun kannst. Bei einigen davon helfen dir die Drachen. Klicke auf den Schmelztiegel, um eine Aktion durchzuführen. Für dieses Experiment brauchst du nur die Feueraktion. Klicke auf die Taste für die Feueraktion, um das Steinsalz zu erhitzen. Ah, ist das süß. Jetzt ist es, oh, es ist auf 90 Grad gestiegen. Prima, siehst du, wie das Thermometer steigt? Erhitze den Stein weiter, bis es 250 Grad erreicht, okay. Nochmal. Nochmal, jawohl. Jetzt können wir unsere Beobachtung im Tagebuch aufnehmen. Gut gemacht. Du hast das Verfahren abgeschlossen und die Schritte befolgt. Klicke auf die Zurücksetzen-Schaltfläche, um den Schmelztiegel zu leeren. Tipp, du kannst jederzeit... Jederzeit? Du hast die ersten Schritte für das erste Objekt des Verfahrens abgeschlossen. Klicke auf die blinkenden Pfeile und befolge die übrigen Schritte, um das Verfahren abzuschließen. So, jetzt müssen wir das Tolbachit erhitzen, bis es brennt. Okay. Tolbachit, ja. Tolbachit rein. Ah, wie ohne Zahn guckt. Das ist so süß. Aha. So, jetzt brennt's. Ah, das Tolbachit brennt blau. Also stimmt ja unsere Hypothese. Aha. Sehr cool. Jetzt müssten wir das, das da. Weg damit. So, jetzt müssen wir das Tolbachit noch erhitzen, bis es brennt. Oh. Das ist so schön. Ja, und das brennt lila. Experiment abgeschlossen.
Ba 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 ba. Da 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 da. Na, wer weiß, aus welchem Spiel ist die Melodie? So. Jetzt labern uns erstmal Heather oder Erika oder wie auch immer wieder ein drittes Ohr an die Backe. Ja, ja, hier, also guck mal hier, vor allen Dingen immerhin kein Feuer. Explosionsgefahr, ja, und wir erhitzen hier alles, bis es brennt. So, toll gemacht. Deine Hypothese hat sich als wahr erwiesen. Deine Ergebnisse sind das Resultat deines Experiments. Damit analysierst und verstehst du am Ende jeden Experiments. Jedes Experiments, das Ergebnis, so rum. Okay. Wie lautet die richtige Reihenfolge der wissenschaftlichen Methode? Astrid, Fischbein, Rotzbacke, Hicks, Raffnus und Taffnus. Forschung, Ergebnisse, Problem, Experiment, Hypothese. Experiment, Forschung, Angeln, Hypothese, Ergebnisse. Oder Problem, Forschung, Hypothese, Experiment und Ergebnisse. Da ist wohl das letzte richtig. So. Das hat echt Spaß gemacht. Komm jederzeit wieder, wenn du ein Experiment durchführen willst. Du solltest jetzt zurück zur Eimer gehen und eben sagen, was du herausgefunden hast. Okay, das machen wir aber nicht mehr heute. Oh, der ist ja toll. Schau mal, der ist ja auch richtig schick. Boah. Ja, ich glaube, Tinkerbell hat nochmal Bock, eine Runde zu spielen. Dann machen wir das. Spielen wir nochmal eine Runde, dass sie sich ein bisschen, dass sie ein bisschen bessere Laune hat. Grüne müssen wir diesmal fangen. Und wenn das hier dann durch ist, dann werde ich noch schauen, wer mich alles geaddet hat. So, Grüße habe ich heute keine. Ah, Tinkerbell, Tanz. So, grüne, 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 grüne Würmer. Da ist ein grüner. Oh, jetzt habe ich alle erwischt. Da, 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 da. Jawohl, ja, hier. Guck mal, super Laune. Nee. Ich mache wieder nicht weiter. Hier einmal hat gereicht. Jetzt hat sie wieder fast volle Laune. Jetzt hat sie 92, glaube ich, von 100. Das soll erstmal reichen. So. Na, guck mal, wer mich so geaddet hat. Haruka Onesan. Jawohl. Nicole, Niki. Dann haben wir nochmal Nicole, Niki. Okay. Ich klicke einfach nochmal drauf. Annalisa Dockren. Nehme ich natürlich auch an. Viking 116310. Ein Namensloser mit Zufallsnamenzuordnung. Liliana Winterbaker. Elisa die Beste. Dann haben wir noch Roxanne Fawn. Kimara. Kunrusio. Stimmt, du hattest mir geschrieben. Du und deine Schwester hatte mich, glaube ich, geaddet. Viking 112641204. Und nochmal. London ist cool. So. German Dragon. Taylor Swift ist natürlich auch gut. All My Dragons B. Meine Güte, hier sind hier schon viele angekommen. Phyrex Dragon. Dragon wollte ich sagen. Tabea Hofferson. Wen haben wir noch alles? Du hast deine erste Freundschaft mit einem Wikinger geschlossen. Babadaba, ein Spezialerfolg. Tolle Arbeit. Für das Hinzufügen von mehr Freunden hast du dir einen Anhänger verdient. Juhu! Das heißt, wir müssen mal unbedingt nochmal zu unserer Farm. Aber ich verabschiede mich erstmal für diese Woche von euch und würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich glaube nicht, dass ich jetzt diese Woche schon noch eine weitere Folge bringen kann. Wie gesagt, ich muss schauen. Das werde ich relativ spontan entscheiden. Deswegen verabschiede ich mich jetzt einfach mal bis nächsten Samstag von euch.
Und ich guck mal, vielleicht kann ich in der Zwischenzeit ja Tinkerbell noch ein bisschen leveln, dass wir hier auch mal bald gleiten können auf ihr. Das wäre doch Hammer. So, ich wünsche euch dann noch einen schönen Sonntag. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!